In diesem Video will ich zeigen, wie man Informationen aus zwei Tabellen miteinander verknüpfen kann. Dazu verwende ich die schon mehrfach gezeigte Übung 02 Datenbank. Da haben wir bisher nur die Mitarbeitertabelle angeschaut mit dem bekannten Aufbau, Personalnummer, Vorname, Nachname und noch weitere Details. Jetzt gibt es zusätzlich noch die Seminare-Tabelle. Da steht neben einer fortlaufenden Nummer, eine Personalnummer, Feld ist nur anders beschrieben. Dann gibt es ein Seminarthema, Beginn, Dauer, Kosten und ob es eine Teilnahmebescheinigung gegeben hat. Wenn man sich die Personalnummern hier anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, gucken wir mal nach, wer das ist. 100, 102, gehe ich zur Mitarbeitertabelle und da sehen wir, aha, 100, 102 ist die Emma Schulze. Und dann kann man natürlich auch so vorgehen, man guckt, da gibt es hier unten den Konrad Rennert, 77 0006, geht zu den Seminaren. Und dann kann man natürlich, hier sieht man schon auf Anhieb, man könnte natürlich dann auch gezielt danach suchen, ob es diese 77 0006 gibt. Aber da ist er dann zum Beispiel. Das ist früher ist das nicht anders möglich gewesen, als dann in den entsprechenden Karteikästen nachzuschauen. So einem Inhalt eines Karteikasten entspricht ja hier eine Tabelle. Wir haben hier aber andere Möglichkeiten. Und dazu muss ich jetzt, wenn ich das global für die Datenbank definieren will, erstmal wieder diese Tabellen schließen. Und dann gibt es hier die Datenbank-Tools. Die sind hier schon aufgeschlagen als Register. Und da gibt es Beziehungen als Schaltfläche. Und dann sehen wir hier so eine leere Beziehungskarte. Aber man kann die Tabelle, die es gibt, anzeigen. Es gibt Mitarbeiter, das füge ich hinzu oder die füge ich hinzu. Und es gibt Seminare, die füge ich auch hinzu. Und dann kann ich diesen Dialog schließen. Ich kann die noch ein bisschen größer machen, damit man sieht, was da drin steht. Weil das, was Sie hier sehen, sind die Feldnamen, die es hier in diesen einzelnen Tabellen gibt. Wir sehen, beide haben hier so ein Schlüsselsymbol vor der ID, aber bei der Mitarbeitertabelle, da ist die Personalnummer so definiert, dass die nur einmal vorkommen kann, also ohne Duplikate. So hatten wir das ja auch bei der Anlage definiert. Und die kann man verbinden mit der Personalnummer hier bei Seminare. Sie sehen, was ich da gemacht habe. Ich habe bei gedrückter Maustaste von hier bis zu den Personalnummern hier bei Seminare die Maustaste gedrückt gehalten und habe dann losgelassen. Dadurch wird automatisch ein Dialog geöffnet, der heißt Beziehung bearbeiten oder es ist ja jetzt noch Beziehung erstellen. Und da sind die beiden Felder, auf die ich geklickt habe, die sind auch schon eingetragen. Und so lassen wir das denn auch. Wir sehen hier unten noch zusätzlich den Beziehungstyp 1 zu N. Da klicke ich auf Erstellen. Da ist jetzt eine Linie angedeutet, die diese Beziehung zwischen der Personalnummer hier links bei Mitarbeiter und der Personalnummer hier rechts bei den Seminaren deutlich macht. Was hat uns das gebracht? Wir schauen uns nochmal die Mitarbeitertabelle an, Doppelklick darauf. Und da sehen wir den Datenbestand wie bisher, aber zusätzlich ist hier vorne eine Spalte entstanden und da steht ein Pluszeichen vor. Und da hatten wir die Personalnummer 100, 102, das war die Emma Schulze. Wenn ich auf das Pluszeichen klicke, dann sehe ich die verknüpften Daten in der Seminare-Tabelle. Also die Seminare, die Emma Schulze besucht hat. Die Personalnummer wird mir hier nicht nochmal angezeigt, weil die steht ja schon hier oben vor der Emma Schulze. Wenn ich alle sehen will, die schon Seminare besucht haben und welche Seminare sie besucht haben, dann kann ich hier oben hinklicken, beziehungsweise hier hin und jetzt sind alle ausgewählt und klicke auf eines der Plus-Symbole, dann werden alle verknüpften Datensätze in der Seminare-Tabelle direkt unter dem Mitarbeiter angezeigt. Wir sehen, es gibt da auch eine ganze Reihe Mitarbeiter, wo keine Seminare eingetragen sind. Wenn ich die wieder ausblenden will, markiere ich hier oben in der Ecke alle Datensätze und klicke auf eines dieser Minus-Symbole. Mithilfe dieser Beziehungsdefinition, die ist ja hier noch zu sehen, konnte ich also sehr effizient diese Datenbestände verknüpfen und damit ist auch das erste Video beendet.
bedanke mich für Aufmerksamkeit.